Fällen und uns hat der kleine Hunger gepackt. Mal wieder? Mal wieder. Und jetzt sind wir im Wendy's gelandet. Wir sind noch 1,5 Tage in Kanada und ich vermisse die Poutine jetzt schon. Und das sind vielleicht die letzten für die nächste Zeit. Lass es dir schmecken. Genießt mit mir. So, zu den Poutinen. Hier siehst du die Fritten. Ne? Und das hier sind fette Käsestückchen, die dann schön schmilzen. Ja, hier ist die dunkle Soße drauf. Und ich habe jetzt noch als extra Topping Bacon gewählt. Lecker. Also ich denke mal, am Ende der Reise werdet ihr mich vielleicht nicht wiedererkennen. Werde ich bestimmt richtig rund und fett sein. Aber was soll's, man lebt ja nur einmal. Das ist nicht das Meer. Das ist ein See. Wir sind ja unterwegs zu den Niagara-Fällen. Von Toronto aus sind es ca. 150 Kilometer. Und was du da im Hintergrund gerade gesehen hast, ist nicht das Meer. Das ist der Lake Ontario. Und ja, der ist so riesig, man sieht gar nicht das andere Ende. Also es sieht aus wie das Meer auf jeden Fall. Wie du unschwer erkennen kannst, sind wir an den Niagara-Fällen angekommen. Und ja, das hier sind die Wasserfälle auf der kanadischen Seite. Und da drüben sind die Wasserfälle auf der USA-Seite. Das Tolle hier an den Niagara Falls ist, du kannst die hier völlig umsonst angucken. Also man muss keinen einzigen Cent dafür ausgeben. Du kannst hier wunderbar an der Promenade lang spazieren. Wenn du etwas näher ran möchtest, kannst du mit dem Boot ranfahren, das kostet natürlich. Und eine Zipline gibt es ja auch. Die kostet auch. Und du musst hier halt irgendwie parken, das kostet auch, aber ja, wir haben jetzt für unseren Parkplatz $10 für den ganzen Tag bezahlt. Ist im Endeffekt ein Schnäppchen, wenn du siehst, was man hier auch in der Stadt fürs Parken bezahlt. Also die Niagara-Fälle sind eigentlich ganz schön riesig. Das kann man auf dem Video wahrscheinlich gar nicht so erfassen. Hier bekommen wir Tropfen von den Niagara-Fällen ab. Als ob es regnet, das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt ca. 100 Meter an dem Wasserfall entlang gegangen. Wir sind
klatschnass. Echt, als ob man durch einen Regenschauer geht. Wahnsinn. Wahnsinn, was das hier ist. Also wie in einer anderen Welt. Verrückt. Ja, die Wasserfälle sind ja jetzt schon mal ziemlich spektakulär, aber warte mal ab, wenn es dunkel wird.